Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und im heutigen Video, ja, geht es um 8 Ideen, wie du es schaffst, mehr Nachfrage, ja, für dein Geschäft, für deine Produkte zu generieren. Ja, ich habe den Begriff Demand Generation, ja, des Öfteren schon gehört und habe dann so ein bisschen recherchiert und habe dann aber festgestellt, dass es wohl hier keine eindeutige, ja, Definition so ein Stück weit für den Begriff gibt. Und deswegen möchte ich mal ganz kurz nochmal auf den Begriff eingehen. Unter Demand Generation sollte man jetzt nicht das gleiche wie Lead Generation verstehen. Bei Lead Generation ist eigentlich eher so der Prozess gemeint. Ja, das heißt, der komplette Prozess, wenn du einen neuen Interessenten gewinnst, die Daten, die dort generiert werden, die du dann später im Verkaufsprozess quasi einsetzen kannst, um dann aus dem Interessenten dann halt einen Käufer zu machen. Also diesen Prozess ist damit eher gemeint unter Demand Generation. Nur um das auch nochmal hier mit in das Video einfließen zu lassen, versteht man dann halt eher, ich sag mal, das, was da vor sich abspielt. Also wie werden Menschen überhaupt auf dich, dein Produkt, dein MLM-Geschäft aufmerksam? Ja, also nur falls du dich wunderst, was ja der Titel des Videos bedeutet, das ist im Prinzip das, um was es bei Demand Generation aus meiner Sicht geht, dass man eben ein Stück weit halt eine Nachfrage erzeugt für seine Produkte und Dienstleistungen oder eben halt auch für sein, ja, Geschäftsmodell. Ja, so, und jetzt ist ja die Frage, wie kann man denn da im Prinzip davon profitieren? Was sind die idealen Wege, um Nachfrage zu erzeugen? Und ich möchte vielleicht ganz gerne mal eine kurze Geschichte erzählen, um zu verdeutlichen, warum ja der ein oder andere ja im Network Marketing halt einfach nicht die Erfolge auf Dauer erzielt, die er erzielen könnte. Ja, das Hauptproblem ist, im Network Marketing fangen die Menschen häufig mit dem Gedanken an: Ich möchte in relativ kurzer Zeit viel Geld verdienen. Ist es möglich? Ja, natürlich ist es möglich. Aber letzten Endes geht es nicht darum, in relativ kurzer Zeit dann Geld zu verdienen, ja, sondern es geht ja darum, dass du langfristig gutes Geld verdienst, am besten ein Leben lang in dem gleichen Unternehmen. So, und da gibt es halt jetzt dann die eine Sorte, die erkennt das, ja, und baut das Geschäft auf mit der notwendigen, mit der richtigen und wichtigen Einstellung, mit Durchhaltevermögen, mit Kontinuität, mit Ausdauer, mit Fleiß, mit Herzblut, mit Engagement. Und dann gibt es halt eben andere, die wollen diesen kurzfristigen Erfolg und kriegen ihn dann in der Regel halt dann auch nicht und hören dann wieder auf. Und ich habe vor vielen, vielen Jahren mal eine Geschichte gehört und die hat sich bei mir eingeprägt und hat mein Denken komplett verändert. Ich kann die jetzt nicht im Wortlaut wiedergeben und ich weiß auch leider nicht mehr, woher ich die Geschichte habe, aber auf jeden Fall ist mir die Geschichte sehr präsent geblieben. Und zwar dreht sich da um zwei Bauern, also es spielt vor vielen, vielen 100 Jahren, spielt sich das Ganze ab und da gibt es zwei Bauern in Dorf und ja, und das Dorf, das ist halt außenrum, ist halt nichts außer Wüste, wenn man so will. Ja, braches Land, nur ein Stück weit oben auf dem Berg gibt es so eine Quelle, die wo halt die Leute quasi das Wasser für sich, für ihren täglichen Bedarf halt holen. So, und das Wasser in dem Dorf wird halt knapp. Und dann werden eben zwei Bauern beauftragt, dieses Problem halt zu lösen, ja, indem sie halt Wasser von der Quelle ins Dorf transportieren. Und dann der eine Bauer, der geht sofort auf seinen Hof, ja, sucht alle Eimer zusammen, die er finden kann, bepackt alle Esel, die er hat, und geht dann halt eben zur Quelle, belädt oder füllt die Eimer, kommt zurück. Und ja, auf dem langen Weg ist es dann halt so, dass halt viel Wasser verloren geht und kaum was unten ankommt und im Dorf. Und er ist halt dann immer mehr und mehr frustriert und fährt eine Tour nach der anderen, aber es will nicht so recht werden. Und dann gibt es den anderen Bauern, der hat den gleichen Auftrag, und den sieht man weit und breit nicht. Ja, der ist eine Woche nicht sichtbar, 2 Wochen nicht sichtbar, 3 Wochen nicht sichtbar. Und irgendwann taucht er dann auf, ja, und hat quasi die Lösung im Gepäck, denn er hat eine Pipeline entworfen. Und
hat die auch schon gebaut, ja, mit der es einfach möglich ist, direkt von der Quelle auf dem Berg das Wasser ins Dorf zu transportieren. Und so kann jeder innerhalb des Dorfs einfach so viel Wasser konsumieren, wie er aktuell gerade benötigt und kann sich das Wasser dort abzapfen. Und da ist dann halt einfach immer die Frage, welcher Bauer würdest du denn gerne sein wollen? Der mit seinen Eseln und Eimern bepackt immer auf den Berg geht, dort das Wasser befüllt nach unten läuft und dann kommt wenig an, ja? Oder bist du lieber der Bauer, der eine Pipeline baut und dann das ganze Dorf mit Wasser versorgt und dafür dann eben halt fürstlich entlohnt wird, während der andere die körperlich schwerere Arbeit hat, ja, sicherlich auch die anstrengendere Arbeit hat, aber weil er halt nicht so viel Wasser ins Dorf bringt, halt weniger bezahlt wird. Also so im Großen und Ganzen ging die Geschichte und das hat sich bei mir so eingeprägt und deswegen ist halt jetzt einfach die Frage, warum machen das denn so viele dann nicht, dass sie sich eine Pipeline bauen? Und der Grund ist einfach der, dass der einfachere Weg ist, den Esel mit den Eimern zu beladen und ihn den Berg hier hoch zu schicken, wie sich Gedanken über eine Pipeline zu machen, diese zu bauen, weil man halt natürlich nicht sofort das Ergebnis sieht, ja, weil es natürlich schon ein Stück weit länger dauert, bis man die ersten Früchte sieht, bevor, wie im Vergleich mit dem ersten Bauern, der halt sofort das Wasser befüllt und nach unten bringt, ja. So, und wie kannst du das jetzt ins Geschäft, in dein Network-Marketing-Business übertragen, ja? Und da ja, gibt es eben halt auch Möglichkeiten, wie du dir eine Pipeline aufbauen kannst, ja, die ständig oder regelmäßig dann eben halt auch Nachfrage ja für dich erzeugt. So, und da möchte ich gerne ja 8 Tipps mit dir teilen. Zunächst mal müssen wir aber unterscheiden zwischen, ja, ich sage mal immer zwei groben Arten des Marketings in dem Bereich. Da gibt es einmal das Thema Outbound Marketing und einmal das Thema Inbound Marketing. Beim Outbound Marketing, da fällt also im Prinzip alles drunter, was so, es sind so diese klassischen Marketingmaßnahmen, ja, die halt eben es ermöglichen, auch relativ schnell ja, irgendwelches Feedback zu erzeugen. Da gehst du im Prinzip aktiv auf die Menschen zu. Das ist zum Beispiel klassische Printanzeigen in Magazinen oder in Zeitschriften. Das ist Radio, TV-Werbung, das ist Pay-per-Click-Anzeigen, das sind Werbemails, Postwurfsendungen, das kann ein Messestand auf Messen sein, also diese Dinge, ja. Und dann gibt es das Thema Inbound-Marketing und beim Inbound-Marketing, das ist eigentlich so das Gegenstück dazu. Beim Inbound-Marketing geht man eigentlich nicht aktiv auf die Menschen zu, sondern die Menschen, ja, finden von alleine den Weg zu dir. Die geben zum Beispiel, die haben irgendein Problem, geben das in Google ein, dann finden sie zum Beispiel einen klasse Artikel auf einem Blog, ja, lesen den durch, fordern weitere Informationen an oder kaufen dann das Produkt, weil das Produkt ihr Problem löst, ja. Da hast du jetzt nicht diesen aktiven Weg. So, und der Unterschied ist halt einfach, wenn ich jetzt heute den Telefonhörer in die Hand nehme und 100 Firmen anrufe, dann habe ich am Ende des Tages ein Ergebnis. So, aber das Gleiche muss ich, wenn ich weiterverkaufen will, den nächsten Tag wieder machen, den Tag darauf wieder und so weiter. Das heißt, ich habe mir keine Pipeline in dem Sinn gebaut, dass Menschen von alleine auf mich zukommen. So, was ist jetzt besser? Das Aktive drauf zugehen oder dann eher zu sagen, okay, ich sehe das langfristig und schau, dass ich mir eine Pipeline baue. Und meine Empfehlung ist ja immer, beides zu machen. Ja, weil sich eine Pipeline zu bauen, das kann unter Umständen länger dauern. Ja, wenn du zum Beispiel einen Blog aufbaust, dann ist es nicht so, dass du nur mit 2, 3, 4 Artikeln dann sofort die Welt aus den Angeln hebst und die ganze Welt ja zu dir strömt, sondern es ist kontinuierliche Arbeit, es ist kontinuierliches Veröffentlichen von Artikeln. Meine Empfehlung ist ja immer mindestens einmal pro Woche. Und ja, wenn ich telefoniere, oder ich sag mal, Pay-per-Click-Anzeigen schalte, sofort Traffic auf meinen Webseiten habe und dementsprechend Ergebnisse erzielen kann. Und deswegen solltest du, wenn du dir ein Geschäft aufbaust, ist jetzt egal, ob das jetzt im Network-Marketing oder in einem anderen Geschäft ist, solltest du einfach für dich schauen, ja, dass du einen Marketing-Mix hast aus beiden, wo Marketingkanäle drin sind aus beiden Welten, sage ich mal, dass du zum einen kurzfristige Ergebnisse erzielst,
Ja, so würde ich auch anfangen immer. Ich würde immer, wenn ich keine Ahnung habe von Marketing, und dass viele Menschen, die im Network Marketing starten, die kommen aus Berufen, die sind vielleicht Industriemechaniker, das war ich früher, ja, bevor ich mich damals selbstständig gemacht habe in diesem Bereich. Und da hast du einfach keine Ahnung von Marketing. So, und deswegen würde ich auch jedem empfehlen, mit, ich sag mal, Outbound-Strategien auch zu starten. Einfach allein deshalb die gute alte Namensliste. Ja, du lernst so viel in diesen Aktivitäten. Ja, du lernst so viel über Verkauf, über Marketing. Du lernst viel über die Menschen kennen, was dir dann später im Marketing dann auch hilft und was dir halt natürlich auch ein super Feedback über deine Zielgruppe gibt. Ja, wo du einfach siehst, die Menschen passen dazu, die nicht. Natürlich kann man das auch am Reißbrett sich ausdenken, aber ich würde es jedem empfehlen, das natürlich in der Praxis dann auch zu erleben, und kann nur sagen, die vielen, vielen Jahre, die ich direkt beim Kunden hatte, ja, und habe, die würde ich auch nicht eintauschen wollen, weil du dort immer am Puls der Zeit quasi halt auch bleibst, ja. Genau. Und dann solltest du aber trotzdem langfristig dir eine Pipeline aufbauen, die dir halt eben Kunden, neue Vertriebspartner eben einbringt, auch wenn du jetzt nicht, ich sag mal, aktiv am Start bist, wenn du im Urlaub bist, wenn du vielleicht mal krank sein solltest, was wir nicht hoffen wollen. Aber es können ja Dinge im Leben passieren, die wo sich einfach der Schwerpunkt verlagert, Geburt eines neuen Kindes, wie auch immer. Und da ist es natürlich schön, wenn dein Geschäft, ich sag mal, trotzdem weiterläuft, selbst wenn du jetzt nicht mehr jeden Tag 50 oder 100 Leute kontaktierst oder Firmen kontaktierst, ja. Genau. Also das jetzt so viel zu diesen beiden grundsätzlichen Typen von Marketing, so will ich es jetzt einfach mal nennen. So, und jetzt lass uns mal ganz kurz auf die Möglichkeiten eingehen, die ich für gut halte, ja, und ich nutze alle die ich dir jetzt hier einbringe, bis auf einen. Da bin ich gerade aktuell dran, das eventuell dann zu starten. Also der erste, habe ich auch schon angesprochen, ist der eigene Blog. Ja, ich kann jedem oder ich würde jedem empfehlen, einen eigenen Blog zu starten. Du musst davon aber ausgehen, dass du nicht es ist keine kurzfristige Sache. Du wirst hier wirklich eine Zeit lang brauchen, bis du deine ersten Ergebnisse erzielen kannst. Wenn du aber alles richtig machst, wenn du deine Blogartikel auch so gut es geht, Suchmaschinen optimierst. Du solltest jetzt nicht nur für Suchmaschinen schreiben, ja, sondern für deine Zielgruppe, für deine Leser. Aber wenn du dann trotzdem, das geht relativ einfach, wenn man da geübt ist, das Ganze dann nochmal für Suchmaschinen ein Stück weit optimierst, dann hast du da gute Chancen, auch langfristig gefunden zu werden in den Suchmaschinen. Ich vereinfache das jetzt alles einfach hier mal ein Stück weit. Es geht ja nur um das Prinzip dahinter. Dann hast du, dann wirst du halt eben über Suchmaschinen wie Google und so weiter gefunden und hast dann dementsprechend Besucher auf deinen Webseiten, obwohl du jetzt diesen Artikel, den hast du ja nur einmal geschrieben, hast den veröffentlicht, und dann kann der ein Leben lang für dich arbeiten. Nicht jeder Artikel wird gut ranken, ja. Du wirst auch hier viele Artikel haben, mit denen du keine so guten Platzierungen erzielst. Ich würde dir auch empfehlen, wenn du einen Blog startest, fang nicht den neuen Gesundheitsblog oder Fitnessblog an, sondern versuch einen Teilbereich innerhalb dieser Nische erstmal zu finden, weil das Ganze vergleichen mit so einem Ozean, wenn du in einen riesen Ozean reinspringst und da sind super viele andere Menschen drin, dann fällst du da nicht mehr groß auf, ja. Du hast, also die Konkurrenz ist viel größer. Wenn du aber dann, ich sag mal, an einen kleinen See außerhalb gehst, ja, wo vielleicht nur ein oder zwei Leute sich tummeln, dann wirst du da deutlich mehr wahrgenommen. Deswegen macht es dann durchaus Sinn, sich auch hier ein bisschen nischiger dann quasi zu beginnen. Du kannst ja später dann immer noch in die Breite gehen, ja. Also, aber das, so viel jetzt einfach nur mal zum Thema Blogging, macht super viel Sinn. Weil du über deinen Blog, also bei mir sind eigentlich alle Aktivitäten, die ich dahingehend tue, darauf ausgelegt, neue Leads, neue Interessenten für mein Geschäft halt zu generieren. Und das funktioniert wunderbar.
Ja, aber wie gesagt, ist keine kurzfristige Geschichte. Der zweite Punkt, den kann man vergleichen mit einem Blog, das ist YouTube, ist halt ein völlig anderes Medium. Ja, du kannst deine YouTube-Videos klar auf YouTube veröffentlichen, kannst du dann aber auch, wenn du einen eigenen Blog hast, auf deinen Blog quasi mit veröffentlichen. Und YouTube ist mittlerweile die zweitgrößte Suchmaschine der Welt und ja, es werden minütlich, da werden Unmengen von Videomaterial hochgeladen. Und auch hier, wenn du Videos produzierst für deine Zielgruppe, wenn du Videos produzierst für Menschen, die nach gewissen Problemlösungen einfach suchen, dann kannst du dann kannst du hier auch gut gefunden werden. Und beim Blog und bei YouTube hast du halt einfach den Vorteil, in dem Moment, wo du das machst, nehmen dich die Menschen als, ich sag mal, mehr als Experten wahr. Du hast eine gewisse Art Expertenstatus, weil du halt dich von der Konkurrenz oder von der breiten Masse halt ein Stück weit auch unterscheidest. Ja, du stichst da heraus und bietest den Menschen halt auch Mehrwert, der ihnen weiterhilft. Und ich hoffe, dieses Video hilft dir auch weiter. Ja, und von daher würde ich jedem empfehlen, auch in diese Richtung zu gehen. Dann ist für Networker, ja, das Werkzeug schlechthin Webinare. Ja, Webinare sind super einfach zu erstellen. Du kannst, wenn du Webinare einsetzt, deine Ergebnisse ja in deinem Geschäft extrem steigern. Der Vorteil bei Webinaren ist, du kannst viele Menschen zu einem Termin versammeln. Das heißt, du hast gleich, du präsentierst dein Business nicht nur für eine Person immer und immer wieder, sondern du hast gleich mehrere Leute, denen du dein Business vorstellst und kannst natürlich dann dadurch allein dadurch deine Zeit hebeln und hast mehr Ergebnis in einem kürzeren Zeitraum. Du kannst sogar noch weitergehen und kannst, wenn du die richtige Software dafür hast, kannst du die Webinare automatisieren, ja, sodass du zeitlich gar nicht mehr anwesend sein musst. Webinare haben auch den Vorteil, dass du, wenn du sie live machst, kannst du auf die Fragen eingehen. Du kannst natürlich die Fragen ganz anders beantworten und hast so zum einen natürlich deutlich stärkere Vertrauensaufbau und halt Bindung auch zu den Leuten. Die Menschen können sich einen Eindruck von dir machen und können halt dann viel besser entscheiden, ob sie mit dir arbeiten wollen oder nicht. Ich mache dir unterhalb des Videos auch nochmal den Link zum Blogartikel rein, wo du das Ganze jetzt hier, was ich jetzt so kurz anreiße, nochmal ausführlich nachlesen kannst. Da werden auch dann Tool-Empfehlungen von mir drin sein. Und klick einfach unterhalb des Videos dann den Link und schau dir nochmal den Artikel durch. Ja? Dann der vierte Punkt ist, dass du kostenlosen Content rausgibst, also kostenlose Informationen oder aber auch kostenlose Produkte. Das kann eine Produktprobe sein, das kann aber auch, wenn du jetzt eine Software hast, zum Beispiel eine kostenlose Testversion sein. Das können aber auch kostenlose, wie gesagt, Informationen sein, die den Menschen halt weiterhelfen in Form von PDFs, White Papers etc. Ja, wichtig ist dabei nur, dass du halt guckst, dass diese Produkte halt auch eine gute Qualität haben, weil wenn die Produkte, ich sag mal, schlecht sind, dann geht es halt auch nach hinten los. Das Ganze. Dann E-Mail-Marketing. E-Mail-Marketing ist auch ist das Tool oder das Werkzeug, was ich tagtäglich im Einsatz habe. Es ist für mich das wichtigste Tool, um Nachfrage zu generieren. Wenn du mal einen Interessenten generiert hast, ja, dann kannst du den im Prinzip vorqualifizieren, du kannst ihn vorinformieren, indem du ja in deinen E-Mails auf die Dinge eingehst, die du sonst immer standardmäßig erklären musst, ja. Und kannst halt auch gewisse Ängste, die bei den Leuten da sind, einfach im Vorfeld schon erklären, kannst den Leuten Informationen da dazu geben, dass sie dann eben darüber quasi sich informieren können und haben dann natürlich eine ganz andere Grundlage, um ihre Entscheidung zu treffen. Außerdem ist es kostengünstig, du kannst alles messen, ja, beziehungsweise das, was du halt wissen musst. Jeder E-Mail-Marketing-Anbieter bietet dir die Möglichkeit, Auswertungen vorzunehmen, wo du dann sehen kannst, wie viele Menschen haben diese Nachricht geöffnet, wie viele haben auf den Link geklickt. Und da kannst du dann halt eben halt einfach auch dran erkennen, wenn zum Beispiel du eine schlechte Öffnungsrate hast, kann zum Beispiel sein, dass die Headline vielleicht nicht so optimal war, ja, oder dass du deine E-Mails komplett an die falsche Zielgruppe schickst, wie auch immer, ja. Wenn deine Klickrate nicht so gut war, dann sind vielleicht die Texte in der E-Mail, die du verbessern kannst. Wie auch immer, auf jeden Fall findest du dann
innerhalb deines E-Mail-Marketing-Anbieters in der Regel gute Auswertungswerkzeuge und siehst halt dann auch sofort, welchen Erfolg hat denn deine Marketingmaßnahme dann erzielt. Man kann Split-Tests machen, indem man zum Beispiel E-Mails einfach ein Stück weit abändert und dann zwei Varianten rausschickt und die besser funktioniert, die kannst du dann an den Rest der Liste dann versenden. Ja? Also das zum Beispiel ist ein tolles Tool und sollte jeder einsetzen aus meiner Sicht. Ja? Dann gibt es, da sind wir dann auch wieder weiterhin noch im Bereich Outbound, Pay-per-Click-Anzeigen. Hier kannst du dir sofort den Traffic einkaufen. Das heißt, wenn du schaltest eine Werbeanzeige, wenn jemand draufklickt, dann wird deine Webseite aufgerufen. Das heißt, du hast einen Besucher auf deiner Webseite und du zahlst halt auch nur dann, wenn jemand tatsächlich dann den Link klickt. Super gute Möglichkeit, sofort Nachfrage zu erzeugen bzw. Traffic zu generieren für deine Webseite. Dann ein weiterer Punkt ist Prospecting, Direktkontakt via Social Media, in der Öffentlichkeit, in Business-Netzwerken, also überall, wo du mit Menschen direkt in Kontakt kommst, ja, ist ebenfalls eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Und auch hier ist es jetzt so, dass du nicht sofort da jeden Tag 10, 20 Menschen kontaktieren musst, sondern auch hier ist Kontinuität der Schlüssel. Stell dir einfach mal vor, du lädst jeden Tag zwei Leute auf eine Geschäftspräsentation ein und jetzt nimmst du einfach mal 250 Arbeitstage, dann hast du halt eben 500 Leute über einen Zeitraum von einem Jahr, sage ich mal, zu deiner Geschäftspräsentation eingeladen. Und wenn du das kontinuierlich halt einfach machst, dann kannst du eigentlich gar nicht anders, wie Erfolge zu verzeichnen. Ja? Und wenn du dann, und jetzt merkst du schon, das greift alles ineinander, wenn du die aktiven Wege bestreitest und dir parallel dazu eine Pipeline aufbaust, dann hast du irgendwann ein stabiles Geschäft, wo du aus allen Kanälen Rückläufe erhältst. Und dann der letzte Punkt, das Tipp Nummer 8 ist, Podcast ist zum Beispiel etwas, was ich jetzt so aktiv noch nicht betreibe, aber ich konsumiere zum Beispiel super gerne Podcast, wenn ich joggen bin, wenn ich im Auto unterwegs bin, dann ist das eine richtig gute Möglichkeit, auch mit deinen Hörern dich auszutauschen, in Kontakt zu treten, ja, und da auch wieder Vertrauen aufzubauen, deine Informationen weiterzugeben über gewisse Themen, die dich betreffen, Persönliches, über deine Firma, über deine Marke und so weiter. Ja, also ich hoffe, das Video hat dir ein Stück weit weitergeholfen, konnte dir ein paar Ideen geben. Du findest unterhalb des Videos, stelle ich dir, wie gesagt, den Link zum Blogartikel zur Verfügung. Schau da auch nochmal rein, kannst du nochmal in die Tiefe gehen, das Ganze nachlesen und dort werde ich dir dann auch dann dementsprechend die Tools weiterempfehlen, die ich jetzt eben halt hier auch schon mal angesprochen habe. Ja, in diesem Sinne, wenn du Fragen hast, nutz gerne die Kommentarfunktion, anregen, Feedback, freue mich da immer von dir zu hören. Ergänze auch gerne das Video mit deinen Ideen, fände ich großartig. Wenn du keine Videos mehr verpassen willst, findest du jetzt hier irgendwo im Video die Möglichkeit, den Kanal zu abonnieren, dann wirst du auch immer informiert, wenn ein neues Video online geht. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du mal auf dem Blog vorbeischaust. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, das Ganze war hilfreich für dich. Ich wünsche dir ja einen wunderschönen Tag. Weiterhin alles, alles Gute, maximalen Erfolg und ja, wir sehen und hören uns im nächsten Video. Bis dahin alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.